Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Freunde. Die Ereignisse in Fortnite gehen immer weiter und wir haben viele neue Sachen, die wir besprechen werden. Nicht unbedingt viele, aber einiges ist so seit dem letzten Video passiert. Vor allem hauptsächlich um Tilted Towers, denn dort geht es weiter mit den Bauprojekten. Das nächste Gebäude wird aufgebaut, die nächste Abstimmung hat begonnen. Zuerst reden wir mal über Tilted Towers, denn ihr wisst ja, gerade finden die Abstimmungen statt mit den Goldbarren, mit dem The Block Wiederaufbau. Und gerade findet die Abstimmung statt für die drei Apartments. Einmal von Ashuri, von Destructor und von Charlie Brown. Ihr könnt mit euren Goldbarren hier bei Reklametafeln spenden. Und entweder in Tilted Towers hier auf der Baustelle, das wird dann hier auftauchen, das nächste Apartment, oder überall auf der Insel in benannten Orten findet ihr das ebenfalls. Und so sehen die drei Gebäude aus, die ihr, für die ihr spenden könnt. Ich finde das dritte Gebäude am besten hier. Und während wir darüber sprechen, Freunde, wurde auch wird das Gebäude, was in der Mitte von Tilted Towers auftaucht, also das nächste Restaurant, gerade aufgebaut. Also die Bauarbeiten finden dafür gerade statt. Das ist das neue Main-Gebäude quasi. Und ich zeige euch mal ein bisschen die neue Map-Änderung hier. Das haben wir schon mit einem Video geleakt bekommen. Also die haben hier einen brandneuen Kran, dann ein neues Gebäude, das so langsam aufgebaut wird. Also so einiges ist hier los. Wie diese Gegner hier zum Beispiel. Und wir haben dann wie immer eine Woche lang Zeit, um für dieses Apartment abzustimmen. Und in der übernächsten Woche, also mit der nächsten Abstimmung, werden wir dann für die nächsten Läden abstimmen können. Und da hat sogar eine deutsche Creatorin die Chance bekommen, das Gebäude in Tilted Towers auftauchen zu lassen. Und das Main-Gebäude, was gerade aufgebaut wird, wird mit dem nächsten großen Update in Tilted Towers auftauchen. Dann wurde das nächste Fortnite-Crew-Paket vom August angekündigt, das am 1. August um 2 Uhr nachts verfügbar sein wird. Ihr seht schon, es wird eine weitere Kooperation sein mit Marvel wegen den aktuellen Fortnite x Marvel 0.Krieg Comics und Wolverine, der da drinne ist. Ich klicke mal auf dieses Paket und zeige euch diese Items einzeln. Weil wir Wolverine schon haben, ist das quasi ein neuer Look von ihm, den wir auch in diesen Comics sehen. Er wird Patch genannt, das ist so quasi sein Codename. Er hat hier seine Wolverine-Maske abgenommen und hat einen sehr Street-Style kampfähnlichen Look. Dann das Rückenaccessoire ist seine Muramasa-Klinge und die kann man auch zu einer Spitzhacke zücken, denn diese Spitzhacke kommt wie gesagt aus dem Backbling heraus, kann man dann schwingen und zusätzlich gibt es diesen Ladebildschirm hier mit Jones und der Imaginierten, was so gerade in den Comics passiert. Zusätzlich gibt es natürlich wie üblich 1000 V-Bucks in diesem Paket und den aktuellen Battle Pass obendrauf. Für 11,99 € wird das Ganze verfügbar sein, ist gar nicht mal so schlecht, aber ich persönlich habe viel mehr erwartet. Apropos Fortnite x Marvel 0.Krieg Comics, Freunde, der dritte Comic von dieser Comic-Reihe ist nun vorbestellbar, zum Beispiel auf Panini. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das vorbestellen wollt. Und mit dem Code davon erhaltet ihr passend zum nächsten Crew-Skin, den ich euch gerade gezeigt habe, die Adamantium-Krallen-Spitzhacke, also die eigentlich Wolverine benutzen sollte. Gerade im Itemshop haben wir das John Cena-Paket, das wir in den letzten Tagen angekündigt bekommen haben. Und der Rest ist ganz okay, sommerliche Items gibt es wie immer noch und wenn ihr mich unterstützen wollt, vergesst nicht, einen Creator-Code einzutragen. Meiner lautet LightSky10, würde mich sehr freuen, persönlich. In den letzten Tagen habe ich immensen Support von euch bekommen, deswegen nochmal Dankeschön und Kuss geht raus an alle, die es eingetragen haben oder noch eintragen werden. Aber im Großen und Ganzen war es das eigentlich, Freunde. Wir müssen noch ein bisschen den Sommer überstehen. Ihr wisst ja, 14 Tage Sommer läuft gerade noch und dann sollte alles langsam ein bisschen spannender sein Richtung Live-Event und so weiter, oder die Dragon Ball-Kollaboration sollten wir auch nicht verpassen. Deswegen abonniert den Kanal unbedingt, um auf dem neuesten Stand zu sein. Das war so ein kurzes, knackiges Info-Update, was so alles neu in Fortnite ist. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr noch ein Like da lässt. Ansonsten noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.